So. Diesmal hat die Benachrichtigung am Handy funktioniert. Ah, I see, okay. Nehmen wir Doppel Shadow Shaman mit an so einer Stelle jetzt oder nicht? Ich glaube, du musst schon den Shadow Shaman mitnehmen, wenn er kommt. Ist die Frage, ob wir dann Anti-Mage mit einem Orakel oder Draw, das sind alles drei Optionen. Oh, mach nichts an. Komm doch nachher wieder zurück dann einfach. Wie lange bist du arbeiten? Aber du bist relativ lange jetzt weg erstmal dann. Ah, ich weiß noch nicht, wie lange ich heute stream. Ich muss noch ein bisschen was einrichten für Harry Potter Quiz und sowas. Marni, bist fit für Harry Potter Quiz. Also, wenn jetzt gerade Marni, Patrick auch hier sind. Ich habe mir bis sogar halb vier, okay. Ich weiß nicht, ob ich so lange heute streamen werde, ehrlich gesagt. Kann ich noch nicht sagen. Ich habe mich nicht vorbereitet. Also ich bin dabei geblieben. Ich habe mir nicht mehr irgendwie die Filme nochmal angeschaut oder Bücher durchgelesen oder keine Ahnung was. I bring an end to magic. Die Uhrzeiten von Pause sind teils echt fragwürdig. Alter, wenn ich. Komm, jetzt haben wir aber auch wirklich kurz vor mittags, also das ist doch okay. Also wenn ich abends stream, habe ich weniger Zuschauer, als wenn ich von 12. Also wenn ich von 12 bis 18 Uhr stream, habe ich am meisten Zuschauer in der Zeit. Alles vorher und alles später habe ich keine Zuschauer. Okay, Chaos Knight und Witch Doctor vielleicht, oder? Ich will mit Orakel, ob ich Orakel auch mitnehmen soll die ganze Zeit. Okay, also Mani hat auch nichts mehr gemacht. Hab nur Mille mal ein Parodie-Video gezeigt, das auf einem Harry Potter-Dialog basiert, aber danach wird ja nicht gefragt werden. True. Okay, nee, ist doch nice. Ich sehe schon Lukas wieder. Der hat alle Filme angeschaut in den zwei Wochen jetzt. Hat alle Bücher nochmal, alle Hörbücher sich angehört. Der hat die Nächte durchgemacht dafür. Ach, Leute. Heute kommt übrigens, auf... Ach man, ich hätte echt einfach Hunter spielen können bisher, ne? Master of Beasts. Also Hunter kam in jedem Roll, war ein Hunter drin. Das wäre ordentlich Hunter bisher, aber egal, Hunter will keiner sehen. Ich habe heute Morgen schon, vor 3 Stunden oder so, habe ich ein YouTube-Video aufgenommen, wo ich nochmal das Harry Potter-Quiz anspreche, dass auf YouTube halt auch eine Folge kommt, quasi heute, am Donnerstag jetzt, damit die Leute dann am Sonntag quasi, damit ich halt, ja, so ein Ankündigungsvideo für die YouTube-Zuschauer nochmal, dass die wissen, am Sonntag 16 Uhr ist halt ein Harry Potter Quiz-Stream. Weil ich auch wollte, dass alle da Bescheid wissen. Ich hoffe, dass da ein paar Leute kommen. Und ich wollte kurz fragen, kann ich den Chat irgendwie ausblenden hier, Leute? Kann ich irgendwie den Chat ausblenden? Das Video müsste ich dir auch mal schicken, dann kannst du was über Clickbait lernen. Bei Clickbait kenne ich mich nicht so gut aus, aber würde ich gerne mehr auskennen. Auf jeden Fall. Wisst ihr, ob ich irgendwie den Chat ausblenden kann für mich hier im Streamlabs? Weiß das jemand? What is this? A game of some sort? Chat. Ah, nee, warte mal, wenn ich es abschicken will. Chat-Einstellung. Muss man noch mal rausfinden, das später, ob ich irgendwie den Chat ausblenden kann. Das wäre nämlich ganz gut. Juggernaut stands ready. Kommt, das ist doch ein ordentliches Anfangsteam. Roll ist schon auch schon übel am Stissel. Gucken wir mal, dass wir. Ach man, das wäre Mecker gewesen. Jetzt reg ich mich schon wieder über mich selbst, auch dass ich Mecker nicht gebaut habe. Ach, hätte ich mal die Rüstung mitgenommen. Ich bin so greedy auf dieses Buch, weil das OP ist am Anfang. Also Avaron ist übrigens schon mit am Start, ne? Das heißt, es wird schon hart, wenn Avaron schon mitspielt hier. Das wird kein Zucker schlägen. Oh, der dreht sich halt optimal. Wobei, der trifft die Miran nicht, aber egal. Jetzt wird es sogar auf die Miran. Juggernaut Early ist halt einfach King. Enchanted, I'm sure. Schaden, obwohl Chaos Knight Demon ist. Dann nehmen wir so eine Baustelle richtig laut, aber durch die Rauschendrücke, die ich drin habe, hört ihr das nicht mehr so krass wie früher zum Glück. Das ist nice. Komm, Game. In green, I go. Ich kurz überlegen, ob ich hier irgendwie. Ich könnte halt theoretisch. Aber das lohnt sich auch nicht. Ich könnte irgendwie die Trolls reinstellen noch. Aber würde ich eher fühlen, wenn ich noch ein Level 2er Troll habe. Sonst finde ich das Team eigentlich ganz okay so. Chaos Knight von dem Schild sieht voll aus wie Dragon Knight mit seinem Schild. Dragon Knight hat auch genau so ein Schild mit einem bestimmten Skin. Aber gut, sind auch beide nice, deswegen passt so was dazu wahrscheinlich. Mit Avaron eigentlich. Da nimmt schon wieder Humans und Losing Street Zeug auf jeden Fall mit unter anderem. Hallo Theodor, moin moin. I bring an end to magic. Moin Theodor. Bei dem würde ich niemals down bekommen, aber dafür gehen die so schnell down hier, die Boys. Dann können alle gegen einen kämpfen. Alle auf einen. Ah!
wenn Juggernaut sich dreht. So, let's start giving. Warte mal, passt das mit dem Mikrofon? Irgendwie ist es, lol, das war irgendwie schräg ein bisschen. Jetzt wieder gerade. Okay, wir haben jetzt hier mal ein Level Up. Ach, Mann, Anti-Match hätten wir echt halten können. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Mann, ich brauch den Axe nicht wirklich. So. Oder wir sagen, wir halten den Axe, nehmen mal Chaos Knight raus, weil Knight 2 bring an end to magic. Ich glaube, ich verliere meine Streak jetzt. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Schau mal, ob die Engine ein bisschen Heal gibt. Die stellt sogar fast so. Die soll echt Schaden bekommen am Anfang, damit die schnell ihren Heal rausbekommt. Okay, so bekommt sie auf jeden Fall auch Schaden. Okay, der Heal ist durch, das ist wichtig gewesen. Wo sie draufgegangen ist, leider. Ich geh mal schon Level Up. Ich bekomme dann, bin dann quasi Level 5 jetzt schon. Das heißt, ich bekomme schon den Roll für Level 5 auch. Hoffen wir auf einen guten 4-Star schon einfach. Entweder Treant schon oder. Ja, gut, am besten halt so. So irgendwie ein nice 4-Star, der gut Schaden macht. Oder ein Cordel, damit ich mit dem Minus gehen kann. Snapfire, okay, das ist mein guter Forster, der Schaden macht. Boah. Hätte ich erstmal. Jetzt denke ich mir schon, hätte ich die Knights mitgenommen. Doppelten Mars. Eyes up and shields front! Ja, es wäre halt möglich, wirklich. Es wäre wirklich möglich, Schamanen zu spielen. Ach, Avaron, Mann. Ich hasse es, wenn Leute Anti-Mage spielen. Was für Leute spielen denn Anti-Mage? Was sind das für Menschen? Erstmal Anti-Mage auf der Bank haben. Ich hab Bock auf eine 6. Schamanen-Runde, aber 6. Schamanen wird hart. Oder halt auf eine Dark Gear-Runde. Da müssen wir aber relativ schnell mit Dark Gear und Blattsieg auf 2 ziehen, um stark zu sein. Vilest. Okay, ich muss auch Anti-Mage spielen jetzt. Ich nehme alles zurück. Ich denke schon, dass er besser ist als. Ja, safe. Für eine Range. Ich will ihn trotzdem hier hinstellen irgendwie. Komme ich auf Gold? Ich würde eine Kreuzung aus Anti-Mage und Liken heißen. Like-Mage. Anti-Mage. Anti-Liken. Wie kam ich auf Anti-Mage? Anti-Mage und Magus, kleiner Harry Potter-Gag am Rande. Warte mal, war Anti-Magus nicht Dings? Oh Gott, leck. Ich lösche mal die nochmal. Ich würde nachher nochmal, wenn dann die Shadow Shaman sagen. Ich weiß nicht, wie es darauf geht. Anti-Magus war der, wo hier der Onkel ist. Sirius Black ist noch ein Anti-Magus. Oder verwechsel ich das jetzt gerade? Juggernaut stands ready. Hey, nicht so viel über Harry Potter labern. Ich will das noch nicht spoilern, alles eigentlich. Komm, wir gehen auf 20. Haben wir eine Chance auf die Streak hier? Oh, schwierig. Wäre aber möglich vielleicht. Links, das heißt, der spawnt von mir aus gesehen rechts. Das heißt, ich will es aber lieber so rumstehen haben, damit ich den Liken rausnehme mit meinem Anti-Mage. Ich glaube, das ist so besser. Oh je, Paul. Ach man, was war denn Anti-Magus, Alter? Hä, bin ich jetzt dumm? Animago steht hier. Ja, guck mal, das ist doch richtig gewesen, oder? Sirius Black war doch richtig, das ist doch der, wo der sich verwandeln kann, oder nicht? Mein Anti-Match eigentlich gerissen hier? Hat nicht gereicht. Und auf der Seite hätte ich auch nö, Multicast auf Liken im Early Game, ich hab richtig Bock. Ja, okay, Entschuldigung. Aber auf jeden Fall hatte ich das gemeint. Lass mal ausrasten.
Head for the glory. Ich nehme nochmal Krieger fürs nächste Runde. Einen von den zwei und den den Juggernaut noch. Dann könnte ich auch gegen den zweiten Platz vielleicht meine Streak halten. So, let's start giving. Oder hofft einer auf einen Orc Drop? Ja, ich bin auch gespannt, Mann. Ich habe auch schon, ich habe ja gesagt, ich habe heute ein YouTube-Video gemacht, wo ich es angekündigt habe nochmal. Ich habe auch den YouTube-Zuschauern gesagt, dass ich mich lange nicht als Favorit zähle. Dass ich die Filme öfters gesehen habe, oftmals die Filme gesehen habe, aber dass ich halt. Ich kann mir halt Namen und alles nicht merken. Ich kann mir die Handlung weiß ich, aber die ganzen Namen und wie alles heißt, kann ich mir halt, ich kann mir halt so schlecht im Namen merken. Und dann verwechsel ich die Namen wieder und so. Ich kenne die ja aus Auto-Chat schon immer. Deswegen bin ich in so Quiz nicht optimal. Safe, der selbst wenn ich die Speak verliere, bekomme ich nochmal Kohle dafür. So muss ich aber erstmal nochmal zu halten, irgendwie. Ice is nice. This one's on in green. All enemies fall at the whim of my blade. Dass ich aber keinen von denen Spacken fertig gezogen habe, ist schon irgendwie traurig. Aber ihr immerhin. Weil es ein bisschen greedy, Leute, ich weiß. Aber ich wollte unbedingt stärker werden. Hallo Kuchen, servus. Ja, ja, das Excel ist richtig krank, was Mille gemacht hat. Ich habe Mille aber nochmal geschrieben wegen dem Excel. Vielleicht, ich weiß nicht, ob er nochmal die Zeit hat und das nochmal ändern würde vielleicht. Warte mal, lol. Apathy, du hast mir gerade geschickt, okay. Ruhe ich mir das später an. Hey Lukas! Moin moin, ist Lukas reingejoint hier noch? Das interessiert mich jetzt aber. Nee, er ist nicht mehr reingejoint. Servus Lukas! Axe grows stronger! Der Bobo. Da hätte halt nicht mal auf einen Anti-Mage gehen, das ist halt ehrlich. Ui, der ist aber auch nicht so ungefährlich. Eieiei, der nur Level 2. Aber wenn die drei Ults rauskommen, das Gute ist, dass Juggernaut der wird die übel low machen, die Gegner hier, aber wird er die killen. Gut, der Snapfire kommt halt noch durch. Alter, Snapfire ist so am Cleanen. Aber Leute, die Runde macht halt irgendwie Spaß. Aber das ist, glaube ich, eine meiste Runde, wo man eine Winning Streak hat. Problem ist, ich habe jetzt schon ein bisschen viel Geld gewastet, auch die Runde, muss ich ja zugeben. Und ich werde, glaube ich, gleich wieder Geld wasten, um halt meine Streak zu halten. Ich muss es tun, Leute. Ich kann nicht anders. Ob man das Avalon keinen Quatsch macht, der geht aber auf Losing Streak gerade. Warum gib mir jetzt eine Winning Streak von einem von den Boys? Wird so stärker als die sein. Er hat aber vier Orks. Ne, er hat nicht vier Orks. Also stärker als der bin ich auf jeden Fall. Und hier könnte ich vielleicht seinen Blattsieger-Hol zumindest stoppen. Mann, ich werde erst gegen die spielen, wenn die alle keine Streak mehr haben. Die könnten sich gegenseitig die Streak stellen. Oh, warte mal, ist ein Dragon Knight 3, 2 schon? Dragon Knight 1, okay. Was hätten wir die für den beiden ihre Streak jetzt? Er wollte die Streak gegen den einen Typen, der auch eine Streak hat. Aber der eine Typ hält seine Streak hier. Also ich kann nur seine Streak holen, aber ich werde safe gegen den jetzt nächste Runde. Bobo, das Äffchen, Leute, ist ja ein Deutscher sogar. Also, denke ich mal. Deutscher Affe. Ich hätte wahrscheinlich auch die Streak gehalten, wenn ich nicht so greedy gegangen wäre. Wobei ich den Chagan auch nicht gezogen hätte, ne? Also ist gar nicht mal so safe, was ich die gehalten hätte. Da war eigentlich das Goldrelikt. Ah ne, Losing Streak Relikt, okay. Ja, das lohnt sich gerade schon, die Winstreak, die ich habe. Muss mir irgendwas für Slate überlegen. Jungs und Mädels.
Das wäre auf jeden Fall eine Option. Ich habe nur einen Gedanken vielleicht. Mein Schaman wäre eine Option, aber wir haben noch bisher keinen Dark Deer bekommen. Die Runde wäre Dark Deer krank gewesen. Ich habe ja alle Runden geholt jetzt bisher. Andererseits hätte Dark Deer mich auch wieder, hätte ich viel weniger Gold dadurch. Weil ich dieses Streetlist. Das sehe ich ja jetzt erst. Die Streetlist werde ich ihn usen können. Nice, der schmeckt natürlich. Wie viel gibt es mir? Muss ich irgendwas löschen? Wahrscheinlich 8 oder so, oder? 9. Da kommt gleich mal einfach da raus. Hallo zweifarbig, moin moin. Moin, two color. Machen das schon. Diese Runde muss ich mir eh keine Gedanken machen. Hier, wir könnten gleich nochmal. Warte mal, wieso habe ich keinen Brewmaster? Ich dachte, ich habe gerade einen Brewmaster im Roll gehabt, nicht blind. Ich glaube, das war vorher. Einen Brewmaster nochmal stellen wäre halt eine Option. Gibt's Elder Tiden? Es gibt. Das kann sein, Patrick. Ich weiß nicht, wie das. Also, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, aber kann ich mir gut vorstellen, dass es das ist. Okay. Der Chagrin ist schon natürlich nicht optimal. Aber da wird immer was hingeworfen. Jetzt trifft er alle drei! Nice! Irgendwie so. Ist die Antwort. Boah, nimmt man jetzt. Avaron, das, ich glaube, Avaron hat aber wirklich auch drauf angelegt, oder? Ah, nee, okay, nee, er hat was gestellt. Damnation rises. Eyes up and shields front. Ich sehe bisher noch nicht großartig Mage-Gegner. Snapfire doch echt stark war die ganze Zeit. Bin nicht sicher, ob das ein Fehler ist. Okay, wir gehen aber weiter Level. Human Dismiss, warte mal, was spielt er denn? Oh nee, da kommt Meepork hier bei Avaron. Hallo Lowrider, moin moin. Futterschutz sind auf jeden Fall, da bin ich mir auch relativ sicher. Okay, wir werden hier nachher müssen gucken, dass wir das gegen Meepork hier aufbauen. Aber da reicht nachher ein Disruptor oder so, was der drüber seine Ult macht, bevor der die ganzen Ults raushaut schon fast. Oder mit Doom natürlich gegen den Shadow Fiend, was auch stark ist. Das wird aber hart für Avaron, und dann noch ein Comeback. Oh gut, der hat 5 Heals. Das muss mir wieder alles zutrauen, dass er da easy ein Comeback raushaut. Bei mir würde ich wieder denken, ich verliere das. Bei Avaron denke ich, der gewinnt das am Schluss noch. Das wäre so der Klassiker. Nehmen wir mal den, Leute. Das muss jetzt sein. Mal so noch. Wenn wir jetzt noch eine LD bekommen, wäre das schick. Why? Verstehe ich nicht, okay. Fühle ich nicht. Hat nur 5 Heals gehabt, hat er nicht noch Income sogar gehabt. Auf jeden Fall noch Heals, Losing Streak. Also hätte Avaron der Pyter auf jeden Fall noch geholt, selbst wenn er nicht gewonnen hätte. Keine Ahnung. Ich habe da eine mit der Einschätzung, so viel dazu. Ja, das zählt aber auch nicht. Also wenn Avaron sich die Mühe gibt. Ach, okay. Avaron, das kann man ja auch lesen. Ja, dann alles gut, Avaron. Ich dachte, jetzt was aufgegeben, weil du dachtest, du kannst die Runde nicht holen. Alles gut, Avaron. Immer dran denken, Leute, wenn ihr mir schreibt. Ich meine, weil ihr seht nicht schlimm, aber wenn ihr mir schreibt, könnt ihr es immer alle Leute lesen auf Steam, weil das hier irgendwie immer angezeigt wurde. Ich weiß nicht warum. Jetzt wird's aber hier langsam frech. Ach Mani, hör auf mit sowas! Was soll das jetzt? Hä, was hab ich ihm jetzt gegeben? Ich wollte gerade zeigen, ich wollte ihm noch die hingegeben. Okay Leute, der Warlock ist natürlich jetzt nochmal huge. Snapfire, ich brauch dich ganz dringend und schnell, bevor die Mirana wieder ultet. Oh no, das macht mich. Das klaut meine Streak wegen Mirana, Mann. Und weil Snapfire so Todesstunt war. Okay, 100% hat sich erledigt.
Angenehme Runde. Aber wir bekommen nochmal fettes Geld zurück. Hallo? Bitte nicht abbrechen, nicht abbrechen. Oh mein Gott. Ich hab so Angst, warum kann immer, wenn Runden so richtig gut laufen, dann brechen die ab. Das ist immer so. Ich weiß, was ich Late Game, glaube ich, aufbaue. Leute, ich glaube, ich habe mich entschieden, was ich Late Game haben will. Ich glaube, ich habe mich schon entschieden. Ich habe null Einheiten davon. Also gut, das kann ich ja reden, weil jetzt ist eh schon, das ist eh keiner mehr drin. Ich versuche es immer zu verstecken, aber ich kann es ja labern. Ich würde gerne Dragons im Late Game aufbauen. Imagine, wir spielen Dragons mit Tide, Enigma, Techies, Disruptor, Warlock. Also gut, da muss ich entscheiden, ob Warlock oder Enigma, je nach Gegner. Und was wir zwei bekommen. Oder wir bekommen nochmal Darkdeer, das wäre die andere Option. Alter, ich block euch alle weg. Der nächste, den ihr schreibt, den block ich weg. Hast du vorgestern den Grimm gespielt? Den habe ich gespielt, ja. Also glaube ich, den habe ich doch gespielt. Oder? Ich habe es durchgezogen. Ich habe auf jeden Fall irgendwie Grimms dort gestellt am Schluss, ja. Arkbaum mit Legends und Darkdeer, das wäre auch eine Option. Das hatten wir aber so viel die letzte Zeit. Das hatten wir wirklich viel. Ich will den Leuten auch nicht so sehr auf die Nerven gehen damit. Andere Option, wir hoffen es auf Darkdeer. Sammeln 5 Schamanen. Spielen 5 Schamanen, 2 Wizards. Dann habe ich 7 Slots weg. Hab 6 Schamanen. Muss noch Elder Titan stellen. Und Tauren. Dann habe ich 9 Plätze weg. Also kann 6 Schamanen, 4er Tauren spielen. Und könnte theoretisch dann noch eine Random Unit, sowas wie einen Warlock oder so, dazustellen. Ich hoffe, es kommt mal irgendwann ein 4er Tauren rein. Das wäre cool, wenn man Tauren spielen könnte, ohne dass man Wizard spielen muss. Jetzt ist es spät. Nee, ich hab's auch gemacht. Ich hab's safe gemacht, Leute. Ich hab's safe gemacht. Zweimal Ricky mit Mipo krass sein müsste. Einfach gesamtes Feld Silence. Man kann. Hat halt nur kein Damage. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es vielleicht nicht funktioniert. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht funktioniert das gar nicht. Also, vielleicht funktioniert es auch doch. Aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie. Dass der Ricky da nicht triggert. Weil der am Anfang der Runde direkt triggert, der Ricky. Und der wird ja erst gespawnt. Und ist ja so gesehen keine richtige Ult, sondern das ist eine Instant-Ult, der ist ja nicht instant auf dem Feld. Aber das weiß ich nicht, das ist jetzt nur ein Guess von mir. Hallo Jan, moin moin. Servus Jan. Okay, wir könnten auch echt irgendwas, wir könnten auch einfach irgendwas mit schönen Schamanen. Schamanen bocken immer, da haben immer die Leute Bock drauf. Oh Gott, das könnten wir sogar verlieren, weil das einfach ein Batziger 3 ist. Das restliche Team ist 10 mal weaker als meins. Aber es ist halt ein Platzsieger 3 und der ist halt richtig fett. Und der hat zweite Ult. Ach man, das ist doch ätzend. Ricky Meebok hier, neue Meta. War das gerade der mit dem Platzsieger? Ich könnte ja eigentlich, um deine Streak mir vielleicht zu holen, links, rechts. Das so aufstellen, dass ich einfach seinen Platzsieger rausnehme. Oh. Was habe ich denn gestellt, wo ich Level abgegangen bin? Komm, wie viel macht denn? Ich hoffe nochmal auf den Lucky Drop. Dann könnten wir vielleicht sogar 6er Schamanen stellen, einfach wirklich mit 6er Schamanen auch nur. Gegen ihn müsste ich jetzt gewinnen. Einfach durch diese simple Umstellung müsste ich gegen den echt Chancen haben zu gewinnen jetzt. Okay, wir können uns gleich anschauen. Wir haben direkt den Vergleich, das ist cool. Außer ich weiß nicht, wie schnell der den Anti-Mage killt. Also ich habe echt lange, guck mal, ich habe die Ult aufgehalten, Leute, bis er gedoomt worden ist dann endgültig. Das heißt, wir ertragen keine einzige Ult von ihm. Ach, ja, perfekt. Das war nice, Leute. Einfach smart. Jo, bis gleich, Lukas. Hallo Manu, moin moin, servus. Bei mir gerade einen smarten Play gemacht, ich hoffe, ihr seid alle stolz. Lieben Chat für mich. Damnation, sharper I bite! Den hätte ich schon auch noch gern hochgezogen. Okay, da ist er schon mal safe. I seek blood. The Veiled Sisters said the Veil. Don't blink or you'll miss me. Ja, okay, ich will aber stark bleiben. Hoffentlich auf den Lucky Drops wird eh nicht passieren. Halten Sie lieber die Dragon-Option noch offen.
Lieber in Blau und Weiß gesehen und Janat gesehen, dann mahn ich's dann. Ich muss auch mal was reinschreiben, glaube ich, damit ich auch da erkannt werde, oder? Tech. Das heißt denn Auto-Attack heißt AA, glaube ich. Hey, ist Hado Korai oder so. Danke für dein Follow. Willkommen bei den Paulanas. Vielen, vielen Dank. Leck. So leckt es heute so oft. Stehe ich nicht. Will ich Omni mitnehmen? Weiß nicht, ob ich Omni mitnehmen will. Ach, den können wir nächste Runde eine Runde einfach stellen. Line für Wizards, nicht unbedingt. Bleep, bloop, I am a robot. Yeah, ihr geht raus. Vielen, vielen Dank für deinen 11. Monat schon. Der schmeckt. Ihr geht raus. Danke für den 11. Monat von mir. Lieber Chat für den Boy. Auch wir Reiter Theo den schon wieder. Macht mich zum Glück gar nicht aggro die ganze Zeit. Also ich werde vielleicht nachher Wizard spielen, da brauche ich aber nicht den Line unbedingt dafür. Ich glaube, ich bringe den nicht mehr rein ins Snapfire, ich lösche den mal schon mal. Mir auch schon kurz vor dem 12. Monat, nice, der Weg ist versperrt, der wurde angelegt von jenen, die tot sind. Und die Toten halten ihn. Das finde ich nicer, ja, muss ich jetzt Undead spielen oder wie? Ich darf nur irgendwelche Undead Units spielen oder sowas. Der neue Force. Oh lol. Ah, wieso konnte nicht der andere Boy sein? Righteous! The Veiled Sisters sent me. The Sleeping Dragon. Okay, Omni wird nichts mehr. Wir können nicht auf alles gehen. Leute, stimmt, wir haben noch die Only Blue Challenge immer noch offen. True. Da kann jeder nochmal 2000 doch reinhauen. Nice. Okay, ich sehe es gerade auch, ja. Gut, Leute, das ist natürlich eine coole Sache, prinzipiell so. Fühl ich ja. Das ist der Earthshaker. Mann, das ist aus diesem Drop-Hoffen auf den richtigen, ist jetzt halt schon ein bisschen auch ätzend. Andererseits können wir dann halt wirklich Schamanen, 6er Schamanen spielen, ohne irgendwie einen Scheiß dazu zu stellen. Einfach 6er Schamanen mit guten Units. Fertig. Ich glaube, der DK ist hier der Babe, oder? Dein Tank ist wahrscheinlich besser als der DK. Weil der DK jetzt, wenn er verwandelt ist, schon mal gucken, wie viel Schaden der gedruckt hat, der DK. Verwandelt macht er schon ganz gut Damage. Triple Kill! Aber reicht nicht. Ich hätte gerne noch einen 3-Star gezogen. Es kommen gerade richtig viele. Dann gehen die neue Zweiger stellen. Meister wusste ich, dass es die Challenge gibt. Hat Mani auch reingehauen jetzt eigentlich? Ich hab's gar nicht gesehen.
Jetzt sind wir aber echt nah dran. Uiuiui. Ich dachte, ich muss das eh nicht machen, deswegen habe ich das gemacht. Da waren wir wieder richtig sparsam. Hier, die sind mir auch egal. Oh, Shadow Shaman, guter Call, danke. Wenn Paul noch mal einen kleinen Abendstream macht, könnte es klappen. Das könnte auch jetzt klappen. Wir müssen nur noch mal in einer Stunde irgendwie alle reinschreiben. Hey, alle, die gerade neu dazugekommen sind, packt noch mal 2000 rein. Dann ist es, glaube ich, relativ easy. Es sind ja nicht mehr so viele. Es sind irgendwie 20 Leute, die noch mal... Es sind nicht mal 20 Leute, es sind irgendwie 18 Leute oder so, die noch mal was reinhauen müssen. Dann würde es schon funktionieren. Wo carry ich jetzt halt? Wo ist Techies? Ich weiß nicht, was Techies für Schaden gemacht hat, ob die Bombe so rauskam. Only Blue, what about White? Leute, Techies hat gar nichts gemacht, weil die Bombe nicht rausbekommen hat, anscheinend. Also, ich würde nur Bloodseeker jetzt gerade noch sammeln. Der Rest ist mir zu stressig. Also, wir haben jetzt an Schamanen. Einen, zwei, drei. Also fast gar nichts. Uns fehlt noch Arc Warden und Disruptor. Dann hätten wir die Vierer. Dann hätten wir die Fünfer schon. Und dann fehlt uns halt ganz klar der eine Jungspund noch. Wäre natürlich nice, wenn wir einen Drop bekommen würden, aber jetzt, irgendwann muss ich auf den Drop verzichten. Dann müssen wir es halt in Wizard spielen. Dann können wir aber Tauren dafür stellen, was auch nicht schlecht wäre. Ja, mein Team ist schon gut am Nachlassen. Guck mal, da hauen die Leute nochmal rein. Das ist aber 70.000 schon. 15 Leute müssen noch quasi jetzt heute über den Stream bis zur letzten Runde quasi was reinhauen. Ohne dass, also dass wir es halt packen, weil heute ist ja der letzte Tag, glaube ich, wo die Challenge aktiv ist. Komm. Terrorblade, Alter, ich geh nicht im Grab um. Übertrieben vielleicht. Ganz ehrlich, sobald ich kann die sofort löschen, die zwei. Sobald ich den hab, den Drop, kann ich die instant löschen. Weil ich brauche nur einen einfach, es reicht einer einfach nur auf Level 1 von dem Panda-Schaman. Ich habe immer noch auf 6er Orks offen, das heißt langsam vom Schaden könnte ich auch auf 6er Orks einfach gehen. Ich könnte die zwei löschen, ne? Und wir machen die eh nicht, anstatt den zwei auf 6er Orks spielen, oder? Ja, ich weiß nicht. Eigentlich finde ich es ohne Wizard stärker, und wenn man noch mehr Schamanen einfach steht, oder vorne starke Units. Gerade mit Arc Warden kann ich ja zum Beispiel einen zweiten Doom Level 2 anstatt dann zwei Doom, drei Dooms Level 3. Also ich finde die Tauren nicht so stark, wenn man Arc Warden. Durch Arc Warden kann man halt gute Units doppelt stellen noch. Finde ich dann besser als mit Tauren. Das sind die guten Units, die ich meine. Leute, ich hab's gecallt. Oh mein Gott. Das sind noch richtig, richtig gute Verwandler bisher. The Hunter feasts. My blood runs strong. Auch eine Stärke wie so ein Shadow Shame. Gut, es geht ja darum, dass ich gleich die Dings draufstellen will, die neuen 6er Schamanen. Muss ich schnell gucken. Hey, wieso gewinne ich denn jetzt gegen ihn auf einmal? Gegen ihn mal. Okay, gegen den überlebe ich ja auch sogar noch. Gibt's einen Charcoal, den ich ausschließen kann? Gibt's irgendeinen billigen Dismiss von Legendaries? Den Dragon brauche ich halt nicht. So richtig billig ist der aber auch nicht. Ich glaube, ich gönne mir aber den Dragon Dismiss trotzdem. My spirit returns to flesh. Mm-hmm.
Winter Feasts. Warum passiert mir sowas? Panikmodus. Panik! Von Warlock 2 ist nice. Triple Kill! Och, nice, wie ich alle Legendaries ziehe, außer die Schamanen, versächste Schamanen. Ich glaube halt wirklich, dass die Tauren die Runde nicht wirklich Worth sind. Die Assassins bringen die Tauren eh fast nix. Der ist eh raus und der hat noch 6 Humans halt. Ihr solltet nicht mehr so viele Runden gewinnen lassen, sonst wird der irgendwann zu stark, der Typ hier. Warte mal, nämlich aber lieber Doppel-Techies drin haben, glaube ich. Ja, also Triple-Techies besser gesagt. Seems to be a good round. Weil das Level 11 kommt, der hoffentlich nicht mehr. Und der muss verlieren. Ne, man kann nur bis 40 ersparen, ja. Das geht schon, aber schon seit echt jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, schon ewig auf jeden Fall so jetzt inzwischen. Okay. Ich meine, hier hätten wir jetzt auch so. From my shadow guide, I bear a message of death for my enemies. Oh, das ist Raptor, chillig. The Stormcrafter comes. Warte mal, ich muss den stellen für einen Blattsieger. Ich war gerade kurz verwirrt. Okay, wir haben jetzt Warlocks, wir haben 6er Schamanen. Das Schöne an 6er Schamanen ist und bleibt, die verwandeln sich, machen ihre Ult, verwandeln sich wieder und die werden immer höher vom Level. Der Disruptor wird zum Level 2er Legendary jetzt, das heißt, der Disruptor ist jetzt ein Level 2er Level 2er Templar, dann macht die ihre Ult und danach wird die zu einem Level 3er Shakiro. Schmeckt! Ich werde immer stärker, umso länger die Runde geht. Titaner 3, TA 3, Shakiro 3. Oh, das ist eine Tier. Ja, warte mal, hat der auch Schaman? Soll der hat auch Schaman, ist nicht ja jetzt erst. Er hat einfach auch Schaman, was ist das für eine Frechheit? Lol. Dann habe ich die Woche noch hoch, wenn es so weitergeht. More power to me. Das sind 6er Schamanen gegen 6er Schamanen jetzt. Okay, das wird spannend. Sein Vorteil ist, er hat Arkworn. Oh Gott, es könnte echt gut sein, dass er stärker wird als ich am Schluss. Er hat Arkworn, hat er auf 2 und er hat einen Level 3er Blattsieger. Wie kann ich noch stärker werden? Er ist ein Level höher auch als ich. Der ein Dismiss drin. Ne, er spielt ohne Dismiss. Also ich habe bessere Chancen auf. Vielleicht noch ein bisschen mehr Gold. Static Storm. Er hat 2 Wizards drin, ja. Aber er könnte immer noch den. Er hat keinen Drop, oder? Oh Gott. Wieso spielt er so easy? Ich habe Struggle gegen den Ball. Okay, warte mal. Das wird nichts mehr werden. Auf keinen Fall. Noch dazu. Ja, vielleicht nachher noch. Die können interessant werden. Jetzt haben wir hier. Die Mana verteilt werden noch eine Option. War lustig, dass du es falsch gesagt hast. Habe ich wieder Arkworn gesagt? Oder sage ich inzwischen sage ich immer Arkworn, oder? So, was wird BS3? Wer ist BS3 denn?
Platziger 3. Ist ja wahrscheinlich auch schon Legendary 2 gut sein, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sind hier ganz viele Legendaries 3 auf dem Feld am Schluss. Das ist einfach komplettes Random Battle dann. Ich glaube, ich muss das Mana auf Tide hauen. Ich glaube, davon habe ich mehr von, wenn Tide einfach den Stun einmal früher rausbekommt. Disruptor. Dann verzichten wir mal auf den hier. Der schmeckt natürlich jetzt auch. Arkworn, dann haben wir wieder einen Platz zum Reinstellen, wenn wir Arkworn auf 2 leveln. Ja, ist schon gut, wenn mein Tidehunter rauskommt. Oh nein, wieso kastiere ich denn so hart? Was ist denn bei ihm los? Wieso ist er so... Oh Gott, Zeus 3 auf meiner Schnauze. Ja, gönn mir. 50 Schaden, danke für nix. Ich kann einfach nicht mehr gewinnen in diesem Spiel. Ich gewinne nicht mehr. Ich hole in diesem Game nicht mehr den richtigen Platz. Ich werde immer nur Zweiter im Late Game. Was ist das denn? Er hatte Tauren, ne? Er spielt sie halt, oder? Ne, er spielt nicht mal die Tauren. Na, Blatziger, ja, keine Ahnung, ob es unverhältnismäßig ist. Und nur. Maybe. Ja, was soll ich umstellen, Leute? Ich verstehe nicht, dass er so viel stärker ist als ich. Ich verstehe es echt nicht. Macht es der Enigma aus? Ich verstehe es wirklich nicht, Leute, woran das liegt. Keine Ahnung. Ich glaube, das war einfach nur random gerade, ich bin ehrlich zu euch. Jetzt verliere ich zwar auch und sterb wahrscheinlich, aber auf seinem Feld bin ich stärker. Überlebe ich das nochmal? Alter, der zweite Disruptor Level 3 gegen mich stehen. Bitte sagen wir, dass die nur jeweils 3 Schaden machen. Ach, come on. Mann, das war einfach nur lucky. Mein Team war viel stärker als seins. Ja gut, 2 Tauren machen nicht den Unterschied zweier Tauren mir, glaub mir. Mann. Ich muss es kurz analysieren, das macht mich schon zu traurig. Ich hatte halt den doppelten Arkworn, das heißt, ich hatte 3 Arkworns, hatte den auch auf Level 2, hatte auch einen Arkworn auf Level 2. Oder vielleicht hatte ich halt den Stun früher. Ich fand mein Team, er hat sogar die Drecks Wizards noch gespielt. Der war ein Level höher, aber hat 2 Wizards, die halt gar nichts gemacht haben, gespielt. Das heißt, ich hatte eigentlich eine Unit mehr als er. Also verfühle ich nicht. Aber auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen an YouTube-Zuschauer. Lasst gerne ein Like, dann bis zum nächsten Mal. Haut's rein.